Moin, liebe Sportskameraden, euer Görki am Start. Und ja, einige haben mich so gefragt: Hey Görki, du bist ja so Fitness-Guru auf YouTube. Gibt es denn andere, die du dir persönlich gerne anguckst? Und ja, in diesem Video geht es mal kurz um dieses Thema. Fitness-Gurus auf YouTube. Es gibt ja immer mehr Typen, die Fitnessvideos hier auf YouTube machen, und in der Regel sind ja die Inhalte immer relativ ähnlich. Viele oder einige haben schon sicher ein Video über Kreatin gemacht, viele haben schon ein Video zu Diäten gemacht, viele haben schon ein Video zu Sixpack-Training und so weiter gemacht. In der Regel kommt es immer darauf an, wer dahinter steckt, wie er es rüberbringt, ob er sympathisch ist, ob er wirklich auch ja, das Fachwissen hat, wie er so drauf ist, und ich glaube, das unterscheidet immer so die Fitness-YouTuber voneinander. Und ja, wie gesagt, es gibt viele, ich finde es gut, dass es viele gibt, genau aus diesem Grund, weil jeder es ja auch irgendwie verschieden rüberbringt. Und wo ich damals angefangen habe, vor knapp 2,5 Jahren, im Sommer sind schon fast 3 Jahre, wo ich dabei bin, gab es eigentlich aktiv im deutschsprachigen Raum damals nur diesen Flying Uwe und den Flavio Simonetti, und dementsprechend musste ich mir die beiden auch so ein bisschen als Vorbild nehmen und fand es eigentlich ganz cool, dass jemand wie der Flavio damals schon ein Video mit 1 Million Aufrufe hatte, wo ich gerade mal 20, 30 Abonnenten habe und hatte, und das waren für mich dann schon damals ein bisschen so die Vorbilder. Gerade beim Flying Uwe finde ich auch jetzt momentan noch ganz geil. Er ist ja so der größte deutsche Sportkanal, hat es aber immer noch drauf, persönlich wirklich sympathisch rüberzukommen. Er ist nicht abgehoben. Über die Inhalte kann man natürlich streiten. Ist er jetzt ein Fitness-YouTuber, Kampfsportler oder Comedian? Ich finde, er bringt es einfach alles ganz gut so zusammen und das macht einfach seine Persönlichkeit aus. Und genau das ist es ja, ob man jetzt auf YouTube gut ankommt mit seiner Personality oder ob man einfach nur stur irgendwas runterlabert, und deswegen ist er sicher sehr, sehr erfolgreich. Bei Flavio muss ich hingegen sagen, war es auch mal neben den Fitnessvideos für mich ganz interessant damals schon, weil er so der Erste war auch, der versucht hat, damit Geld zu machen. Das ist jetzt für die meisten so, wie, der will Geld mitmachen, so Hate. Aber ich persönlich muss einfach sagen, wenn man in dem Bereich was machen möchte, hat man ja auch irgendwo den Hintergedanken, damit ein bisschen Geld zu verdienen. Und Flavio war ehrlich gesagt so der Erste, der damals Affiliate-Marketing angewendet hat. Er war der Erste, der ein Fitnessprogramm rausgebracht hat. Und das war für viele dann auch ein Vorbild. Und viele, die inzwischen ihr eigenes Fitnessprogramm haben, wurden sicherlich vom Flavio inspiriert. Ne? Der hat das Ganze ja vorgelebt sozusagen. Er hat auch für mich irgendwo gezeigt, wie kann man so ein Video aufbauen, wie labert man. Und auch heutzutage macht er, finde ich, noch vielleicht nicht mehr so viele Videos, aber was halt ganz cool ist, auch die Qualität. Er achtet wirklich auf den Ton, auf die Lichtqualität und so weiter, was für mich eine Rolle spielt. Und das sind auch so die Punkte, welche Fitness-YouTuber ich mir gerne angucke. Der Punkt 1 ist, er mir wirklich sympathisch, bin ich mit ihm auf einer Wellenlänge. Redet er keinen Stuss und keinen Quatsch. Ja, ich bin ja selber Fitnesstrainer, ausgebildet, weiß, was jetzt Quatsch ist oder was echt ist. Also redet er wirklich Sachen, die wirklich auch belegbar sind oder die Sinn machen, oder redet er nur irgendeinen Quatsch, um euch was anzudrehen? Und der dritte Punkt einfach noch, gibt er wirklich was darauf, ob die Videoqualität gut ist oder ist es ihm völlig egal? Und das sind für mich die Punkte eigentlich, ob mir jemand sympathisch ist, ob ich mir jemanden gerne angucke. Und wen kann ich da erwähnen? Punkt 1 vielleicht Misha Jan jetzt. Für mich einfach ganz cool, weil ich in dem Bereich noch ein bisschen was lernen kann, gerade was Bodybuilding angeht, gerade wenn ich jetzt hier meine Massephase mache und er hier was von Lean Bulk erzählt oder halt auch seine Lebensmittel, die er einkauft. Einfach, dass ich auch da nochmal Anregung finde. Und außerdem finde ich es ganz cool, er macht ja viele Videos, so Vlogs, wo er wirklich 10, 15 Minuten labert, ohne sich groß drauf vorzubereiten. Trotz allem sind sie inhaltlich immer wieder sehr stark und man lernt dann doch vielleicht noch was draus, und ich denke, das macht ihn besonders aus auf YouTube. Zudem hat er natürlich auch einen krassen Körper, muss man sagen, bei der Größe. Ich kenne ihn ja auch persönlich oder habe ihn mal kennengelernt und ist auf jeden Fall erst eine Erscheinung, wenn er vor einem steht, ne? Übelst breit und auch noch so hoch, das ist schon sehr krass. Dann Simon, der Muskelmacher, ganz cool, verfolge ich auch schon eine Zeit lang, auch hier aus Berlin. Ganz gerne auf jeden Fall, dass er es wirklich unter einen Hut bringt, seinen neuen Fitness-Shop zu managen und wirklich täglich richtig guten Content zu bringen, wirklich gute Videos. Zudem bin ich neidisch auf seinen Bizeps, muss man ganz klar auch mal sagen. Also ein cooler Typ, auch sehr sympathisch auf jeden Fall. Und ja, dann wen haben wir noch? Daniel Gildner ist für mich so ein Typ, der leider auf YouTube nicht so die riesen Reichweite hat, aber der auch sehr sympathisch auf jeden Fall ist. Und der wirklich das Know-how hat. Ne? Als Sportwissenschaftler weiß er, was er erzählt. Ich gucke gerne mal seine Technikvideos an, wenn er halt die Übungen nochmal macht. Ja? Ob es jetzt Kreuzheben ist oder so, oder neue Sumo-Varianten, die er vorstellt. Je nachdem. Also ich finde es einfach geil, dass er wirklich die Kenntnisse auch wirklich hat und dass er natürlich auch
ja, beruflich das Ganze neben seiner Bundeswehr so hinkriegt. Ja? Er hat eigentlich einen Hauptberuf, er macht ja nicht nur den Quatsch auf YouTube, sondern bringt es beides zusammen und deswegen auch großen Respekt. Übrigens, ich sehe ihn auch immer wieder im McFit auf diesen ganzen Bildchen. Ich glaube, sein Trainingsplan geht mit am meisten weg, von daher nochmal Respekt dafür. Ja, ansonsten kann ich noch viel über die sagen, mit denen ich wirklich zusammengearbeitet habe, wie zum Beispiel Kolja von Zu Strandfigur. Sehr geil, dass es immer auch Videos bringt, die vielleicht so ein bisschen eine Nische ansprechen, also sprich ernährungstechnische Videos, die jetzt nicht so einen riesen Klickfang haben, also nicht so hier klick mich an, sondern eher auch Themen ansprechen, die mal vielleicht andere Gruppen ansprechen, was ich ganz gut finde und auch wichtig, vor allem auf YouTube, weil sonst behandelt solche Themen kein Mensch. Ben ist natürlich ein klasse Typ, mit dem ich auch schon zusammen gedreht habe, Rafa von InFitnessTV und ja, dann finde ich es natürlich auch ganz cool, dass es so, sag ich mal, kleinere, in Anführungsstrichen, Kanäle gibt wie Jacko oder Arco, so gibt es dann halt auch mal ein bisschen Beef auf YouTube, ja, ich finde das immer ganz lustig, ich persönlich halte mich immer so ein bisschen davon raus, ich brauche das nicht, ich finde es mal ein bisschen albern, aber auch irgendwo wieder amüsant, also es bringt auch mal wirklich Stoff, wo man darüber diskutiert und deswegen finde ich es ganz gut, dass es so eckige Charaktere auf YouTube gibt, die sich dann so ein bisschen mal gegenseitig anzicken und ja, ist mal ganz lustig auf jeden Fall. Ja, das waren einfach so die ich mir wirklich hin und wieder mal angucke. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wen ich vielleicht vergessen habe oder wen ihr vielleicht guckt. Euer Feedback vielleicht dazu würde mich natürlich interessieren. Ansonsten, ich persönlich halte von mir natürlich jetzt nicht am meisten. Ich bin nicht der Typ, der sich hier hinstellt und sagt, hey Leute, ich bin der krasseste oder der fetteste Fitness-YouTuber, auf keinen Fall. Deswegen, ich finde es ganz cool wirklich, dass wirklich so viele Charaktere existieren, ja, dass jeder das auf seine Art und Weise rüberbringt und ich denke, das macht es doch aus und deswegen finde ich es auch ganz cool, dass sich doch die meisten gut verstehen. Wie gesagt, schreibt in den Kommentaren, wer ist euer Lieblings-YouTuber, Fitness-YouTuber, wer macht was gut, wer macht was schlecht. Ich bin raus, euer Görki. Ciao. It's my life, I set my own salary. Living a dream, the alternate reality. Cash rules, that's my everyday mentality. Guess that's why all these haters are mad at me. Oh, no, you digging the flow. Music's chilling while I'm spilling these feelings, it's cold. Pick the best out, soon as they end in my glow. I'm like the US to a British shit, I'm still in the show. Like, step in my lane, trace every step that I'm taking. I'm headed right to the top until I'm famous. My words are drawn, you stare at in amazement. You pray that I fall, I'm sorry that I made it. Know what the state of being or jaded feels like. But the perception matters more than real life.